Das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft führt aktuell eine Verbraucherumfrage zum Thema Nährwertkennzeichnung auf der Verpackungsvorderseite von Lebensmitteln durch. Gesucht wird ein Label, das zusätzlich zur verpflichtenden Nährwerttabelle eine gute Orientierung beim Einkaufen geben kann. Zur Auswahl stehen diese vier Modelle und wir schauen sie uns jetzt einmal genauer an. Da haben wir einmal den Nutri-Score. Der Nutri-Score verrechnet die Inhaltsstoffe Zucker, Fett, gesättigte Fettsäuren, Salz und die Kalorien mit den Inhaltsstoffen Eiweiße, Ballaststoffe und den Gehalten an Obst, Gemüse und Nüssen. Es kommt eine Gesamtbewertung raus, die mit Buchstaben und den Ampelfarben angegeben wird. In dem Fall also ein grünes B, das heißt, das ist eine relativ gute Bewertung. Allerdings, wie diese Gesamtbewertung zustande kommt, erfährt man als Konsument nicht. Dann haben wir das Modell des Lebensmittelverbands Deutschlands, also unser Modell. Hier sehen wir 5 Torten, die die Gehalte an Fett, gesättigten Fettsäuren, Zucker, Salz und die Kalorien bezogen auf 100 Gramm des Lebensmittels anzeigen. Zusätzlich sehen wir in den farbig unterlegten Flächen, wie viel von der empfohlenen Tagesmenge der Nährstoffe und der Kalorien man mit 100 Gramm dieses Lebensmittels zu sich genommen hat. Im Fall der Tomatensuppe kann man also auch noch relativ viel essen. Dann haben wir das Modell des Max-Rubner-Instituts. Hier haben wir verschiedene Waben, in denen auch die Gehalte an Fett, gesättigten Fettsäuren, Zucker, Salz und die Kalorien bezogen auf 100 Gramm angegeben sind. Und diese Waben sind zusätzlich farblich unterlegt, wenn sie einen besonders niedrigen Gehalt aufweisen. Der wird berechnet an der sogenannten Health Cremes Verordnung. Das heißt, in unserem Fall kann man sagen, dass die Tomatensuppe fettarm ist, arm an gesättigten Fettsäuren und auch arm an Zucker. Zusätzlich gibt das Max-Rubner-Institut noch eine Gesamtbewertung an. Diese basiert auf dem gleichen Algorithmus wie auch der Nutri-Score. Deshalb, beim Nutri-Score hatten wir ein B, hier haben wir 4 Sterne. Dann haben wir noch das Keyhole. Das Keyhole wird in Skandinavien, also in Ländern wie Schweden oder Dänemark, bereits seit 30 Jahren eingesetzt. Und es ist eine sogenannte Positivkennzeichnung. Das heißt, die Lebensmittel dürfen einen bestimmten Gehalt an Nährstoffen nicht überschreiten. Und in unserem Fall würde die Tomatensuppe aber zu viel Zucker enthalten, zumindest für das Keyhole-System. Und deshalb kann sie es leider nicht tragen. Und nun sind Sie dran. Machen Sie sich selbst ein Bild und entscheiden Sie, welches Modell Ihr Favorit wäre.